Guten Abend, herzlich willkommen zu 10 nach 10 am Samstag. Die Schützen sind heute in Bozen angetreten, um einen neuen Landeskommandanten zu wählen. Nach 3 Amtszeiten hat Elmar Thaler das Kommando an Jürgen Wirth Anderlan übergeben. Dieser will die volkstumspolitisch klare Linie seines Vorgängers fortführen. Elmar Thaler, der Alte, marschiert am frühen Nachmittag noch voran. In seinen 8 Jahren als Landeskommandant ist in der Ortsnamensfrage nichts weitergegangen, bei den faschistischen Denkmälern zumindest etwas. Eine durchwachsene Bilanz? Schritt für Schritt kommen wir unseren Zielen schon näher. Auch gerade was das Los von Rom betrifft, wenn wir schauen, wie viele junge Schützen wir vor allem haben, wie viele junge Menschen sich dafür wieder stark machen. Ich glaube, das war zu meiner Jugend ganz anders. Da hat sich niemand darüber so sehr Gedanken gemacht. Seinen Nachfolger mit dem Andreas Hofer Bart, aber aus Kaltern, hat Thaler schon seit Wochen in das Amt eingeführt. Die Optik stimmt. Und die Erwartungen der Schützen? Dass er gut und richtig arbeitet in unserem Sinne, für unser Land Tirol. Und ja, das ist eigentlich das, was ich mir ein bisschen erwarte. Ja, die bewährte Linie von Elmar weiterführen, also kann er Streits volkstumspolitisch gut präsent sein in den Medien, auch mit bärigen Aktionen wie die Unabhängigkeitstage. Und ich freue mich schon auf den neuen Landeskommandant. Jürgen Wirth Anderlan ist der einzige Kandidat auf der 54. Bundesversammlung der Schützen. Die Stimmen werden schon zu Beginn abgegeben. Die Wahl selbst ist wenig spannend. Die volkstumspolitische Linie seines Vorgängers weiterzuführen, hält der Neue für notwendig. Das Recht auf Muttersprache wird in öffentlichen Ämtern nicht mehr eingehalten. Der Proporz wird nicht mehr eingehalten. Touristiker in Südtirol führen das Werk von Ettore Tolomei fort, indem sie alles italienisieren. Unsere Sportler werden für nationalistische Zwecke missbraucht und so weiter und so fort. Das spürt man jeden Tag. Protestmärsche und ähnliche Aktionen zu heiklen politischen Fragen schließt Wirth Anderlan deshalb nicht aus. Alles für die Ziele der Schützen. In erster Linie die Pflege unserer Tiroler Kultur, unserer Tiroler Tradition und unseres Väterglaubens, die Verteidigung unserer Werte, unserer Sprache, unserer Identität, spontane Nachbarschaftshilfe sowie solidarische Aufgaben. Und natürlich geht der Kampf weiter für Freiheit und Unabhängigkeit für unsere Heimat. Mit ihrem farbenfrohen Aufmarsch haben die Schützen das heute in der Landeshauptstadt unterstrichen. Und mittlerweile steht auch das Ergebnis der Landeskommandantenwahl fest. Jürgen Wirth Anderlan wurde mit fast 96% der Stimmen gewählt. Er erhielt 160 von 167 abgegebenen Stimmen. Wirth Anderlan selbst spricht von einem super Ergebnis.